Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Set Spotlight Mercer Call of Mana Reihe vom Spiel um ihn. Bei mir ist in seiner Herrlichkeit euer Patrick. Servus. Ich bin euer Christoph und die erste Karte, die wir machen, gibt es nur im Pre-List Pack, wie genau. Ich gerade belehrt wurde. Genau, wir haben ja im ersten Video gesagt, es gibt drei Karten, die nur im Pre-List Pack sind und wir stellen vielleicht nur eine davon vor. Und weil wir es ja geschafft haben, dass dieses Video am Donnerstag vor dem Pre-List rauskommt, können wir diese Karte noch machen und sie hat Relevanz. Die beste Karte aus dem Pre-Release Pack. Ja. Tomik, Wirker des Gesetzes. Mensch, Berater. Schwarz-Weiß 1, 2, 4. Hat Affinität zu Planeswalkern, da freut sich der Patrick. Fliegend Wachsamkeit. Immer wenn ein Gegner Kreaturen als Angreifer deklariert und falls zwei oder mehr jener Kreaturen dich und oder Planeswalker, die du kontrollierst, angreifen, verliert jener Gegner drei Lebenspunkte und du ziehst eine Karte. Ja. Finde ich eine sehr gute Karte. Ich finde die Karte halt sehr cool, sehr witzig. Ich finde sie günstig genug, dass sie halt früh rauskommt. Mit dem Affinity zu Planeswalkern kannst du sie als Commander auch wahrscheinlich beim zweiten, dritten und vierten Mal noch relativ günstig spielen. Relativ beim vierten wahrscheinlich nicht mehr so. Aber mit dem Vierer hinterm Block sie gut. Mit Fliegend Wachsam kannst du sogar angreifen. Finde ich, macht einfach alles, was du willst. Und gibt dem Gegner halt, ist ein Incentive für den Gegner, dich nicht anzugreifen. Ja, was halt auch nice ist. Ja. Finde ich auch sehr cool. Also wirklich eine sehr spannende und coole Karte. Ja. Dann haben wir... Ein einziges Artefakt. Ein Artefakt. Jawohl. Das Cryptex. Jawohl. Die einzige Rare auch bei den Artefakten. Kostet 2 Mana. Mhm. Wenn du stubbst, machst du Beweissicherung 3. Mhm. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Lege eine Entriegelungsmarke auf den Cryptex. Mhm. Opfere den Cryptex. Überwachen 3. Ziehe dann 3 Karten. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls 5 oder mehr Entriegelungsmarken auf dem Kryptex liegen. Genau. Das ist schon, da lehnt man sich ganz weit aus dem Fenster, dass da was passiert. Und dann hoffst du, dass dich irgendwer am Gürtel wieder hineinzieht, damit du nicht aus dem Fenster fällst. Ja, also das Problem ist halt, dass den Weg halt Mana-Kosten für 15 aus deinem Friedhof removed haben muss. Und das ist ein bisschen das Thema, weil du kannst für 2 Mana legst es und dann musst du Beweissicherung 3 machen, damit du das Mana zurückkriegst. Also du brauchst was mit für Mana-Kosten 3 im Friedhof. Ich wollte es am Anfang gar nicht nehmen, weil ich mir dachte, das ist zu schlecht. Aber dann hat der Patrick sich gedacht, okay, passt, dann können wir drüber schimpfen. Und dann habe ich mir gedacht, es klingt jetzt vielleicht deppert, aber ich kann mir vorstellen, dass das in einem Kontrolldeck doch was macht, weil du mit deinem Friedhof nichts machst aktuell. Und du hast doch, und alle Counterspells kosten halt 3 Mana oder gleich alle Zustände, was du kannst. Du kannst das Spot Removal kostet nur 2 Mana, aber das Mass Removal kostet halt 4 bis 5 Mana. Also, du kannst relativ sicher feeden. Es ist halt einfach ein langsamer Kater und kein Mana Ramp. Und das weiß ich halt nicht, ob es gut genug ist. Und jetzt, er ist ein langsamer Kater und kein Mana Ramp. Ja, ey. Du musst ja nicht displacen. Hui, da kommt der Eldrazi-Display wieder durch. Ja, ich finde das eine Scheißkarte, sorry. Okay. Aber trotzdem. Haben wir drüber danke gehabt. Fürs Vorstellen. Wir sind bei den Ländern angekommen. Jawohl. Die erste Karte ist die öffentliche Durchgangsstraße. Das ist ein sehr cooles Artwork. Ja. Die kommt getappt ins Spiel. Mhm. Wenn die öffentliche Durchgangsstraße ins Spiel kommt, opfere sie, es sei denn, du tappst ein ungetapptes Artefakt oder Land, das du kontrollierst. Mhm. Wenn du stubbst, machst du ein Mana einer beliebigen Farbe. Ja. Also wir kennen die Fähigkeit ja schon aus dem Limited, ja. Aber diese hat eben die Möglichkeit, dass du halt einen Heiselstein tappen kannst. Erstens das und es ist halt 5-Color. Es ist halt 5-Color Common Land und deswegen habe ich es reingenommen. Also wir machen von den anderen Ländern halt nur diesen Rare Cycle und ich finde dieses Land interessant, weil es ein 5-Mana Common Land ist, was du eben mit einem Artefakt auch zahlen kannst. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr cool. Ja. Eher was natürlich für Pauper oder Limited. Ja, aber dafür halt wirklich dafür sehr gut. Dafür ist glaube ich, sehr gut, ja. Finde ich auch cool. Gefallen mir. Und dann sind wir bei den neuen Surveil-Ländern. Jawohl. Das erste ist der, also wir gehen einmal die Fähigkeit an die Fähigkeit und durch. Ja. Also wenn dieses Land, also das Land kommt getappt ins Spiel, es hat immer 2 Basic-Land-Typen, den Gilden eben. Ja. Es sind halt Dualländer und wenn dieses Land ins Spiel kommt, wendest du Überwachen 1 an. Ja. Der große Vorteil von diesen Ländern ist, dass du sie fetchen kannst. Genau. Es sind im Endeffekt wie Tempel, bei Tempel scryst du, bei denen überwachst du, aber du kannst sie fetchen, genau, das ist der Mega-Vorteil. Und es gibt eben alle
10 Color Pairs. Mhm. Sie haben jetzt 10 Rare Lander gedruckt. Und weil sie eben fetchbar sind, werden sie sicher Relevanz haben. Genau. Zuerst ist der Handelsbezirk. Das ist ein grün-rotes Land. Ja, können auch gleich über die Artworks ein bisschen sprechen, weil sonst wird das urschnell sein. Finde ich super schön. Finde ich auch sehr schön. Finde ich super schön. Handelsbezirk, tolles Artwork. Sehr gut. Dann der elegante Salon, das ist ein rot-weißes Land. Ja. Finde ich auch sehr hübsch. Ja, finde ich vor allem, es schaut super edel aus einfach. Es ist wirklich ein eleganter Salon. Ja, schaut echt toll. Schaut sehr cool aus. Dann das Heckenlabyrinth für Blau-Grün. Ja, das erinnert mich stark an diesen blauen Spell, den wir gemacht haben. Genau, ich glaube, das ist auch in Anlehnung an das. Wahrscheinlich, ja. Finde ich auch sehr schön. Mir gefällt es auch, dass im Hintergrund eben die Stadt ist und der Nebel. Genau. Ja. Also bis jetzt kein hässliches Artwork. Ich finde es nur wegen Stadt und Nebel schön. Das Labyrinth allein wäre mir zu wenig, muss ich gestehen. Ja, aber es passiert halt so viel. Üppige Säulenhalle. Mhm. Urleibernd mit dem Durchscheinen vom Licht hinten. Ja, und der Baum und den Figürchen da schaut cool aus. Das den Urleibernd, das Artwork. Grün-Weiß haben wir übrigens nicht gesagt. Ja. Akribisches Archiv, Blau-Weiß. Mhm. Finde ich, weil es so klinisch ist, extrem geil. Ich habe ein bisschen einen Sauberkeitstick, wie meine Mitarbeiter mir nachsagen. Aber ich glaube, das sind einfach nur Dreckser. Okay? Wäre mir nicht aufgefallen, dass du einen Sauberkeitstick hast. Doch, ich reibe ständig auf. Okay. Durchgehend. Ich reibe auch die Blätter von meinen Kollegen immer auf. Ah, du bist immer der meine Sleeves weghaut. Auf jeden Fall. Ich hasse dich. Dann räum deinen Dreck weg. Ich lasse sie bewusst liegen, weil ich sie sammle und dann wieder verwende. Gib sie weg, wenn sie dort liegen, gehen sie weg. So. Ordnung, Sauberkeit. Ohne Spaß. Dann ja, aber ich räume meinen Arbeitsplatz schon auf, wenn ich am Ende des Tages. Aber der muss auch zwischenzeitlich aufgeräumt sein. Wenn ich ihn haben will. Muss zwischenzeitlich auch korrekt sein. So. Egal. bevor das dann noch zum echten Ehestreit wird. Das akribische Archiv schon nicht cool aus, aber es ist mir zu langweilig ein bisschen, finde ich. Ich hätte gerne ein bisschen den Zoom ein bisschen größer. Also, ja, so ist gut. Also, warte, ich mache das so. man sieht halt sehr, es passiert eigentlich viel. Aber es ist alles so klein. Es ist alles so klein. Und ich bräuchte die Maxel nicht drin. Weil bei den anderen waren die Maxel nicht drin. Und wenn die Maxel nicht drin sind und ein bisschen der Zoom mehr drin ist, schaut es eigentlich sehr geil aus, finde ich. Mm. Obwohl, da liegt Dreck am Tisch, das packe ich schon wieder gar nicht. Zettel verstreut. Schau, doch nicht so akribisch, den Archiv. Oh je. Geile Zustände. Dann gibt es das Radau-Theater. Das ist ein schwarz-rotes. Ja. Finde ich ein bisschen uninspiring. Ich meine, die Leute, die da vorne jubeln und das Raktus-Symbol im Hintergrund mit dem Flammending schaut eigentlich ganz cool aus. Schaut aus wie ein Orgeskonzert. Ja, genau. Schaut aus, wird gleich die Rockband auftreten. Ja, ja, voll, voll. Ja. Raktus und Ente Hellhounds oder sowas. Zum Beispiel. Gefällt mir aber gut. Ich find das Farbschema sehr schön. Ja, die Farben sind cool, ja. Vor allem mit dem Blau gibt es einen schönen Kontrast. Und dann gibt es die zwielichtige Hintergasse in Schwarz-Weiß. Da finde ich die rechte obere Hälfte des Bildes sehr schön und sehr ansprechend. Die linke untere Hälfte mit diesen zwei Maxeln versaut mal das Bild. Also positiv, es ist der Name der Karte sehr gut wiedergegeben, finde ja. ich. Der schöne Zerdücken, so im Halbschatten, da ist einer, der schaut so wie ein Schlägertyp da auf der rechten unteren Seite noch. Was mir nicht es gefällt mir halt einfach nicht, ja, aber es ist, finde ich, gut dargestellt. Also wenn man das linke untere wegschneiden würde, wird es mir besser kommen. Und das ist schwarz-weiß. Ja. Dann gibt es tosende Wasserfälle. Blau-rot. Blau-rot. Ich finde das Artwork sehr schön. Mir gefällt das Artwork sehr gut. Schaut nach Kamigawa aus, finde ich. Genau. Es ist halt entweder Dominaria oder Kamigawa. Aber es ist nicht Ravnica. Ja. Aber das Artwork ist wirklich schön. Das Artwork finde ich okay. Ich finde es, ja. Und es ist nicht Ravnica, das ist halt das Thema, ja. Ja. So, und die Last. Die Nein, stimmt nicht. Zweimal noch. Unterstadtkanalisation ist blau-schwarz. Das finde ich. Ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Der Zeichenstil ist halt so strichig, gell? Es schaut ein bisschen, wie es wäre es ein Bleistift, also eine Buntstiftmalerei. Finde ich vom Stil her. Weiß ich nicht. Ich meine, es schaut cool aus, aber es ist. Mir gefällt es ganz gut. Es schaut weniger clean aus als die anderen. Ja, es ist nicht clean und. Es gibt mir
Am ehesten muss ich sagen, dieses Ravnica-Feeling. Ja, ich meine, zum Kanalisation Beispiel unten. Die zwielichtige Straße war auch Ja, mega die war ja. Ravnica-Feeling. Aber Ja. das wird jetzt gefühlt in auf wenig andere Planes passen. Das Deswegen stimmt. finde ich es halt sehr fein. Ja. So, und jetzt die wirklich Und dann letzte. haben wir die unterirdische Leichenhalle. Die ist schwarz-grün. Ganz ehrlich, Ja. wenn sie es schwarz, wenn sie es grün-blau machen und diese Gefäße da ein bisschen So Iset mehr Bubble-mäßig machen, dann erinnert es mich nicht an Iset, sondern blau Simic. Dann schaut es mit Ja, meine ich, Simic-mäßig meine ich, aus. meine ich. Müsste da irgendein Viech da liegen, was komisch verbaut ist, dann wäre es ein Simic-Ding. Ja, das oder es ist irgendwie ein neues Universes Beyond Alien vs. Predator oder sowas. So fühlt sich's an ein bisschen. Ja, verstehe ich. Ja, das Artwork selber finde ich cool, cool, aber ja, bin ich bei dir. Ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Warhammer 40k wird passen. Ja. So, das war's. Wir sind durch mit allen Karten. Wir sind also, durch. Die man machen Wundervoll. Bevor wir sagen, welche Karten uns persönlich ansprechen. Die Top 3. Wie ist das Set für dich? Wie spricht dich dieses Set an? Ich, also ehrlicherweise muss ich sagen, ich weiß nicht warum, aber super hyped auf das Set. Also mir gefällt es einfach, ich finde es lustig. Ich habe wirklich Spaß gehabt bei den Videos. Ich habe Spaß gehabt auch beim Lesen der Karten, welche ich gut finde, welche ich nicht gut finde. Ich finde, das Problem ist, ich finde die Karten im Vakuum cool. Ja? Mhm. Wenn man natürlich darüber nachdenkt, welche Deck ich sich die Karten reingeben will, wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Es gibt ein paar Bilder und Sachen, die ich gern probieren möchte. Aber natürlich gibt es halt im Standard, auch dass das Standardformat jetzt sehr groß ist, noch immer sehr, sehr dominante Karten, die man schwer verdrängen wird. Ja. So. My two cents. Mhm. Du weißt, ich sehe die Karten selten im Vakuum. Demnach gibt es ein paar Karten, die ich echt cool finde. Aber overall habe ich mir viel mehr erwartet, muss ich gestehen. Mhm. Ich glaube, dass die, also diese Disguise Fähigkeit nur in Ausnahmefällen gut ist. Mhm. Da gibt es ein, zwei Karten, die gut sind. Das ganze Set ist mir zu Commander, auch in Bezug darauf, dass man sagen, oh, wir wollen wieder Standard Showdown machen und sowas. Ja, ja. Das ist auch, weil es halt ein Multicolor-Set ist. Bei Multicolor ist es halt noch mehr Commander immer. Ja, aber Return to Ravnica war auch kein Commander-Set. Und auch Guilds of Ravnica. Ja, aber das war noch bevor der Commander-Hype war, ne? Na, da waren wir schon auch schon drin. Aber ich befürchte, dass die meisten Karten in diesem Set es schwer haben werden, irgendwo gespielt zu werden. Ja. Ja, das es ist gibt, das, es weil gibt wir einfach... Es gibt Karten, die, glaube ich, instant wo aufgenommen werden. Und dann gibt es halt viele Karten, die halt zu dahin grundeln werden. Ja. Genau. Ein paar Karten werden wir probieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ein witziges Suspect-Deck macht in Standard. Ja, ja. Mit Interaktionen, wo du halt die Gegner gescheit eine Jungs. Ich glaube, dass ab und zu eine Karte, auf der zufällig Suspect draufsteht, das auch was macht zum Beispiel. Ja, ja, das wird eher passieren. Das Garda Evidence halte ich für eine One-Off-Ability, dass du halt eine Karte hast, dass du eine Karte im Deck hast, die von mir ein Vorwurf ist, die das ausnutzt, aber du wirst das nie abusen können, großflächig. Und die Morph-Ability und die Manifest-Ability, auch wenn sie jetzt Tarnen und Disguise heißt, sind halt Abilities, die schon auf ein paar Karten relevant sind, ein paar Kreaturen relevant sind, aber halt nicht, also es wird kein Deathmist Raptor Deck geben. Ja, nein, gibt's nicht. So einfach ist es, ja. Yes. Okay, dann sind wir ähnlicher Meinung. Die Länder finde ich ganz cool. Ja, die werden alle gespielt werden, natürlich. Die Frage ist, ob man das in Modern spielt, aber ich glaube nicht. In Pioneer gibt es keine Fetch-Länder. In Pioneer gibt es keine Fetch-Länder. Da hat man dann Triome, also da wird man eher die Triome spielen. Ja, also es ist, naja, es kommt natürlich in die Commander-Decks offensichtlich, mehrere fetchbare Targets. Ja, und das jo. Für Highlander ist es vielleicht in einem Deck, das mit Friedhof interagiert, dass man irgendwie... Ja, es ist halt auch ein fetchbares Target. Ja. Also wenn du halt... Aber du hast eh schon Duels und Shockländer und... Und Triome. Und dann Triome und dann muss Basics auch spielen, weil die Leute Blood Moon und Back to Basics spielen. Mhm. Also... Schwierig. Aber für Standard Pioneer, glaube ich, ganz cool. Ja,
So, deine Top 3 Karten. Ich mache gleich den, den wir heute als erstes schon heute wieder gesehen haben. Tomik, Wirker des Gesetzes. Ich finde das eine coole Kreatur. Es ist ein bisschen schade, dass er in mein Commander-Deck, was ich ja habe, in mein Schwarz-Grünes nicht reinpasst. Es wäre vielleicht, da müsste man halt ein Weiß-Schwarz damit bauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ein Weiß-Schwarzes Commander-Deck baut, eben mit vielen Planeswalkern und den als Commander. Das wäre halt was, was mir taugen würde. Deswegen ist er dabei in der Top 3. Die zweite Karte in der Top 3, nachdem der Christopher gute Karten noch weggenommen hat, schnüff, schnüff, ist die Leyline des Gildenbundes. Ich finde die Karte einfach witzig. Das ist eine Karte, die ein Deck forciert, was ich lustig finden würde zu spielen. Das finde ich geil. Man muss auch sagen, ich nehme jetzt bewusst nicht die offensichtlich besten Karten, sondern ich nehme einfach Karten, die mir gefallen, die ich gern spielen werde. Obwohl die Karte ist, glaube ich, schon... Die Leyline ist sicher von den drei, die ich jetzt erwähne, wahrscheinlich sogar die kompetitivste, wobei sie auch ein weirdes Deck auf jeden Fall ist. Ja. Und die letzte Karte, jeder, der die Folge gesehen hat, weiß es, dass es so kommen muss. Es ist der kryptische Mantel. Ich finde den einfach cool. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde ihn noch immer mega cool. Ich finde, dieses 3 Mana ist natürlich jetzt nicht cheap, aber du kriegst halt eine 3-2 unblockbar. Das finde ich halt einfach geil. Die stirbt vielleicht an allem. Die stirbt sogar im Standard an dem 1 Mana Spell, der mit Power Tafel ist gemeinsam 5 killt, ist mir gerade aufgefallen. Aber wurscht, es kommt immer wieder. Und irgendwann werde ich dich damit totschlonzen. Ich werde das sicher probieren. Hundertprozentig. Nein, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Ich habe offensichtlich gute Karten genommen. Die du erste hast eine Karte weggenommen, die anderen zwei kannst du Die erste Karte ist Delnay, gewiefter Ausguck. Finde ich eine sehr starke Karte. Kann ich mir vorstellen, dass speziell in älteren Formaten diese Karte gespielt wird. Sprich, vielleicht kann man da ein One-Off oder Two-Off in Legacy reinbracken. Ja. Ist nicht mehr dazu zu sagen. Dann die Karte, wo ich vorher schon angesprochen habe, wo diese Disguise-Ability wahrscheinlich Relevanz haben wird. Aurelias Vindicator. Gute Stats overall. On the Curve gut spielbar. Erinnert ein bisschen an Angel of Serenity. Mhm. Einfach wieder recyceln. Kann ich mir auch vorstellen, dass die im Pioneer gespielt wird. Ja, glaube ich auch. Das kann ich mir vorstellen. Einfach eine gute Karte. Und die beste Karte des Sets. Das glaube ich nicht. Mit den Lügen. Okay. Also ich glaube nicht, dass die beste Karte des Sets ist, aber ich hätte sie auch hundertprozentig erwähnt, weil ich werde, also ich bin mir sicher, von uns beiden spiele ich die mehr als du. Das glaubst du? Ja, ich werde nämlich in meinem Pioneer UW-Deck bauen, was ich in der Zwischenzeit spiele. Und ich werde sie in Standard in meinem Kontrolldeck auch spielen. Und ich glaube, ich spiele Ich werde in jedem Tempo-Deck spielen, die ich finde. Ist einfach so. Okay. Bietscher ein Slot den Highlander freigemacht für diese Karte. Okay. Na passt. Wundervoll. Wir sind durch. Jawohl. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Edition. Ihr habt Spaß beim Pre-Release. Genau, viel Vergnügen dabei. Ihr könnt es natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren auf allen unseren sozialen Medienkanälen, uns darunter schreiben, welche Karten euch besonders gefallen, wie ihr das findet, dass die Sets so sehr auf Commander aufgebaut sind oder ob ich einfach nur ein alter Hater bin und Commander ist das geilste Format von allem und whatever. Also ein alter Hater bist du fix. Schon, aber mit Berechtigung. jo. Ansonsten, Patrick, vielen Dank. Gerne. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao, aber. Zuerst das Artwork-Video, oder was? Jetzt machen wir das Artwork-Video, ja, dann, weil das werde ich auch wahrscheinlich auch zuerst releasen.